Hallo, liebe Deutschlernende. Lass uns heute über deutsche Autobahnen sprechen. Ja genau, die berühmte deutsche Autobahn. Was hat es damit auf sich? Nun, viele Leute wissen, dass man auf der Autobahn in Deutschland so schnell fahren kann, wie man möchte. Ist das wahr? Kann man wirklich so schnell fahren, wie man möchte? Nun, nicht unbedingt. Es ist wahr, dass es auf vielen Autobahnen keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Ja? Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja? Begrenzung bedeutet, dass es ein Limit gibt, ja? Eine Obergrenze. Man darf nicht schneller fahren. Ja? Geschwindigkeit, ja, bedeutet, wie schnell man ist, ja, die Geschwindigkeit. Und eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, wenn es ein Schild gibt, auf dem steht 50 oder 80 oder 120 und dann darf man nicht schneller fahren als diese Zahl. Und manche Autobahnen in Deutschland haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung, andere nicht. Ja? Und selbst bei den Autobahnen, wo man in Anführungsstrichen so schnell fahren kann, wie man will, muss man natürlich immer darauf achten, dass man sicher fährt. Und so ist es auf deutschen Autobahnen so, dass die Leute sicher fahren müssen, aber wenn sie der Meinung sind, sie können sehr schnell fahren und es ist trotzdem noch sicher, wenn das Risiko trotzdem nicht hoch ist, dass sie einen Unfall bauen, dass sie einen schweren Unfall bauen, Gott verhüte, ja, dann dürfen sie so schnell fahren, wie sie möchten. Ja? Und das ist etwas, was es zum Beispiel in Amerika nicht gibt. Und als ich in Amerika war, haben viele Leute gesagt, ah, ist das wahr? Ihr dürft so schnell fahren, wie ihr wollt. Ja? Na, das ist gar nicht so spektakulär, weil man natürlich immer noch sicher fährt. Ja? Es ist nicht so, dass alle rasen auf den Autobahnen. Ja? Rasen ist ein Wort, in der deutschen Umgangssprache, es ist ein Verb, das bedeutet, dass man sehr schnell fährt. Ja, die Leute rasen nicht auf den Autobahnen, ja, sie fahren nicht zu schnell und es ist auch nicht chaotisch. Es gibt immer viel Ordnung, weil wir Deutsche sind, ja, gibt es viel Ordnung. Ja, das heißt, die Autobahnen sind relativ sicher, obwohl man theoretisch so schnell fahren kann, wie man möchte. Okay? Ich hoffe, du hast wieder etwas gelernt und wir sehen uns morgen. Tschüss!